Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor der 17. Runde. Für uns geht es morgen um 18.30 Uhr in der BSFZ Arena gegen den FC Admira Wacker Mödling. Wenn wir begrüßen, darf ich Cheftrainer Franco Foda und Anel Hacic. Franco, am Personalsektor hat sich einiges getan. Einerseits der Hacic kommt wieder zurück und mit dem Daniel Beichler stimmt etwas nicht, glaube ich. Ja, gut, Anel war ja nicht verletzt, sondern gesperrt im letzten Spiel. Er kehrt wieder zurück. Ansonsten sind alle Mann an Bord, bis auf Daniel Beichler, der Magen-Darm-Probleme hat und morgen nicht spielen kann. Der letzte Sieg gegen die Admira ist sehr lange her, 10.11.2012 in der Südstadt. Sieben Spiele sind wir, oder es ist die Admira umgeschlagen, oder es, ja, acht Spiele ist die Admira sieglos, so. Seit Juli sind wir ungeschlagen auswärts. Was macht die Admira so gefährlich? Ich habe letztes Mal schon gesagt, die graue Maus findet immer wieder ein Stück Käse und gerade wieder haben wir dann verloren. Was macht die Admira so gefährlich? Gut, jetzt was in letzter Zeit war, kann ich nicht beurteilen, da war ich kein Trainer. Wir fahren natürlich nach Wien und wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen. Ja, die Mannschaft hat auch im letzten Spiel, obwohl wir das nicht gewonnen haben, hat sich sehr, sehr gut präsentiert über beide Phasen des Spieles. Ja, wir haben nur im Prinzip die ersten 10, 15 Minuten verschlafen vor der Halbzeit und auch 10 Minuten nach der Halbzeit. Aber ansonsten ist die Mannschaft sehr couragiert aufgetreten, hat mit viel Überzeugung nach vorne gespielt. Wir haben viele Torchancen kreiert. Und genau so müssen wir morgen auch auftreten. Wird natürlich ein anderes Spiel, ja, weil ich gehe davon aus, dass Admira ist eine sehr gute Kontermannschaft, die vor allen Dingen im Umschaltspiel sehr gefährlich sein kann. Und ja, morgen wird es so ein Spiel sein, dass wir, gehe ich mal davon aus, wir sind wohl der Favorit. Ja, wir müssen das Spiel selbst in die Hand nehmen und müssen aber Konter vermeiden. Ja, diese zwei Punkte gibt es zu beachten, aber trotzdem, wir haben sehr viel Selbstvertrauen getankt in den letzten Wochen, oder die Spieler, die Mannschaft, und genauso müssen wir dann auch dementsprechend morgen auftreten. Ich bitte um eure Fragen an den Trainer. Beichler fällt aus, wenn wir es auf seiner Position spielen lassen? Ja, da gibt es schon die ein oder andere Überlegung. Wir haben auf dieser Position schon Spieler, die da spielen können. Ja, mit Gruber ist auch möglich, dass Stanko links spielt. Und wir vorne eine andere Variante wählen. Also wir haben da einige Optionen. Ja. Und es ist zwar sehr, sehr schade für einen Dani, dass er da morgen nicht spielen kann. Aber es gibt wieder eine Möglichkeit für einen anderen Spieler, sich zu beweisen. Und ich glaube, dass wir gerade in letzter Zeit schon sehr oft Ausfälle kompensieren konnten. Ja, die Spieler, die reingekommen sind, die haben gezeigt, dass sie da sind. Ja, das ist auch wichtig. Das versuche ich auch den Spielern immer wieder zu vermitteln, dass man über eine ganze Saison mit 11 Spielern nicht auskommt. Man benötigt alle Spieler. Alle müssen immer bereit sein für den Tag X. Und an diesem Tag müssen sie dann dem Trainer zeigen, dass sie bereit sind. Und das war Gott sei Dank in den letzten Spielen immer der Fall. Jeder Spieler, der zum Einsatz gekommen ist, der eingewechselt wurde, hat immer zu meiner vollsten Zufriedenheit seine Aufgabe erfüllt. Weitere Fragen? Bitte schön. Herr Foda, was sind denn die Gründe dafür, dass Akiyoshi und Todorovsky bisher nur einen Einsatz in der Bundesliga hatten, seitdem sie wieder Trainer sind? Ja, es gibt, glaube ich, immer mehrere Gründe. Fakt ist, dass Toto auch etwas Pech hatte, muss man klar so sagen. Er hatte im ersten Spiel links spielen müssen, auf für ihn eigentlich ungewohnten Positionen, weil Christian Klemm ausgefallen ist. Und Martin Ehrenreich hat rechts gespielt und hat in diesem Spiel sehr, sehr gut gespielt. Und deshalb gab es für mich da keinen Grund, etwas zu verändern. Also einmal hat es damit zu tun, dass Martin im Moment gut spielt auf der rechten Seite und ich mich für ihn entschieden habe. Und bei Aki ist es so, dass wir gerade auf seiner Position, die er spielt, hat sich in den letzten Wochen, also seit ich hier Trainer bin, Andi Gruber sehr, sehr gut entwickelt. Ja, hat da sehr, sehr gute Leistungen abgerufen und
Und der ist im Moment halt einen Tick besser als Aki. Ja. Und, aber beide Spieler haben nach wie vor alle Möglichkeiten zu spielen. Ja. Ich beurteile einmal schon auch die Spiele, aber auch das Training. Und jeder, der im Training sich zeigt, ja, der hat auch die Möglichkeit, dann am Wochenende zu spielen. Und das hat Gruber da in den letzten Spielen, auch wo er reingekommen ist, immer sehr, sehr gut gemacht. Auch Rosenberger hat einen Schritt nach vorne getan. Es gibt noch Schloffer, ja, der auch im Moment wieder sehr, sehr gut trainiert, ja, der sich wieder anbietet für Einsätze. Also insofern haben wir natürlich da einige Möglichkeiten, einige Optionen. Aber das ist, wie gesagt, im Fußball oft nur eine Momentaufnahme. Und auch Barber hat ja dann in Neustadt mal gespielt. Barbaric hat da seine Sache gut gemacht. Aber wie schon eben betont, man benötigt 20 Spieler und es können leider Gottes immer nur 11 spielen. Und der Trainer entscheidet sich dann für die 11, wo er glaubt, dass sie an diesem Spieltag das Beste für Sturm rausholen können. Und aber man benötigt auch während dem Spiel immer noch den ein oder anderen Spieler, der dann auch zum Einsatz kommt nach einer Einwechslung. Weitere Fragen an den Trainer? Umfassend erklärt. 13 Punkte aus den letzten 5 Auswärtsspielen, das ist ja so eine Bilanz, wie es damals als sehr Spieler nach Graz gekommen sind. Unglaublich. Freut man sich da besonders jetzt auf das Auswärtsspiel? Ja, wo ich in Graz gekommen bin, haben wir auch oft zu Hause gewonnen. Ne? Also, ich glaube, in der ersten Saison haben wir 81 Punkte geholt. Also, das sind so Dinge, die ich glaube, noch sehr gut im Kopf habe. Aber klar, wichtig ist für mich einfach, dass wir auch in den letzten Spielen zu Hause gegen Rapid Wien und Salzburg haben wir auch sehr, sehr gut gespielt. Aber es waren einfach die Kleinigkeiten, die dann den Unterschied ausgemacht haben. Wir haben in diesen beiden Spielen einfach gerade in der Defensive zu viel zugelassen, zu viele Fehler begangen. Aber vom Spiel, von der Spielanlage her, waren auch diese Spiele sehr, sehr gut. Und das hat man auch gemerkt an den Reaktionen der Fans und der Zuschauer. Sie haben die Mannschaft von Anfang bis zum Ende immer unterstützt, weil einfach die Mannschaft auch in diesen Spielen alles abgerufen hat. Und auswärts ist es uns immer gelungen, dass wir in Führung gegangen sind. Ja, und dann sieht man auch oft, was die Mannschaft für ein Potenzial hat, wenn sie dann mit Vertrauen spielt, mit dieser Überzeugung, was wir wollen. Ja, wir wollen ja den Gegner auch etwas früher attackieren, wir wollen die Verteidigung etwas höher schieben. Und dann hat man gesehen, wenn man nicht so viel überlegt, was alles so passieren kann im Spiel, dann kann die Mannschaft richtig, richtig gut Fußball spielen. Und das hat sie in den Auswärtsspielen, aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir immer in Führung gegangen sind, hat sie das gut gemacht. Aber morgen gibt es ein anderes Spiel. Ja, morgen müssen wir agieren. Ja, wir müssen aktiv sein in Ballbesitz, aber auch schnell aktiv sein, wenn wir den Ball verlieren. Ja, das heißt also, den Konter vermeiden, das wird morgen auch so ein Schlüssel zum Erfolg sein. Und da werden wir die Mannschaft, oder haben wir die Mannschaft ja eigentlich auch vorbereitet. Aber wir wollen gut auftreten. Ja, wir wollen weiter auch spielerisch überzeugen und aber natürlich auch Punkte holen, gewinnen. Ne? Fußball zählen Siege und Punkte. Sind die Punkte gegen vermeintlich schwächere Gegner schwerer zu holen? Weil ja die Erwartungshaltung auch, wenn sie Punkte eine größere? Ja gut, das ist ja normal, aber in der Liga gibt es keine schwächeren Gegner. Ja. Das hat, glaube ich, die Liga in den letzten Wochen und Monaten eindrucksvoll bewiesen. Es gibt einmal Salzburg, ja. Das ist das Nonplusultra in der Liga. Sie haben einfach die meiste Qualität, den besten Kader, die beste individuelle Klasse. Das haben sie auch gestern, glaube ich, gegen Celtic Glasgow eindrucksvoll bewiesen. WAC hatte eine sehr, sehr gute Verfassung gehabt, die waren weit vorne, aber ich glaube dann ab Platz 2, also auch WAC zähle ich noch dazu, sind alle Mannschaften plus, minus, so auf einem Level. Alle haben die gleiche Qualität, aber jeder kann jeden schlagen und das hat die Liga, glaube ich, gezeigt. Die Abstände sind sehr eng, ja, man glaube ich bis zum vorletzten Platz sind es ja glaube ich nur 6 oder 7 Punkte bis zu Tabellenplatz 2, also es kann alles schnell gehen in beide Richtungen. Und das muss man einfach wissen und deshalb gibt es da keine schwachen Gegner, sondern man muss in jedem Spiel müssen wir ans Limit gehen. Die Spieler müssen ans Limit gehen, um erfolgreich zu sein. Wir dürfen keine Sekunde nachlassen. Wenn das die Abschlussfrage war, dann bitte ich um den Wechsel. Anel, du hast dir das letzte Spiel von der Tribüne aus angesehen.
Was kannst du dazu beitragen, dass es morgen besser läuft? Ja, beitragen. Also natürlich muss jeder einzelne Spieler seine Qualitäten in Dienst der Mannschaft stellen. Und das werde ich natürlich auch, wenn ich morgen spiele, versuchen, dass ich meine beste Leistung wieder abrufe. Und ja, dass wir gemeinsam als geschlossene Mannschaft morgen die 3 Punkte nach Graz holen. Der Trainer hat schon gesagt, schnell umschalten und das Spiel oder das Heft gleich in die Hand nehmen. War das das, was gefehlt hat letzte Woche am Anfang der beiden Halbzeiten? Ja, man darf halt nicht vergessen, dass einfach Salzburg einfach ein super Spiel gemacht hat, die ersten 15 Minuten. Da war eigentlich ein Traumfußball. Aber ja, wir haben sie gefangen dann und wie der Trainer auch schon gesagt hat, wir haben dann auch unsere Klasse gezeigt und haben auch natürlich super kombiniert, gute Chancen gehabt und ja, ich finde, das war sicher ein Anschluss an die letzten 2 Siege, was wir gehabt haben, von der Leistung her. Ich bitte um eure Fragen an den Adel. Hinten wird noch geschrieben. Alle zufrieden. Mhm. Perfekt. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann habe ich noch eine Einladung, falls es am heutigen Freitag noch langweilig ist oder schon nervös, die Nervosität ein bisschen überspielen möchte bis morgen. Unser Autopartner VW Audi Kärntner Straße präsentiert heute den neuen VW Passat. Ein sehr nettes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Schaut vorbei. Unser Partner freut sich über jeden Besucher. Dankeschön fürs Kommen. Alles Gute morgen beim Spiel. Kriegst du Provision? Nein.